Tatsächlich ist das, was wir heute beginnen, das größte Brückeninvest unserer Stadt seit jeher. Wir verbinden Stadtteile, wir verbinden hier diese großen Brücken, die Sie jetzt schon sehen, verbinden wir neu und schaffen natürlich auch ein Stück weit einen Hingucker, kann man sagen. Wir starten jetzt mit dem Aufbau der Behelfsbrücken und erst dann wird das Brückenbauwerk gesperrt und zurückgebaut und dann werden die neuen Brücken aufgestellt. Und wir gehen davon aus, dass wir einen vernünftigen Verkehrsfluss auch während der Bauphase hinbekommen. Die Eingriffe, die sind natürlich nicht leicht. Das ist auch zum Teil wie eine Operation am offenen Herzen. Und das macht das Ganze spannend und besonders. Und insofern sind die Abläufe von der Baudurchführung darauf abgestimmt, um möglichst mit den Beeinträchtigungen umzugehen und die so gering wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass die Brücken ein Eingangsportal nach Nürnberg darstellen und dass wir da wirklich schöne Brücken kriegen, die auch einzigartig in Deutschland sind, in der Gestaltung mit dem Stahlgeflecht und dem räumlichen Fachwerk. Viele Jahre muss ich immer Umwege fahren. Aber nachher wird es schön sein. Infrastrukturprojekte sind teuer, solange sie ja, effizient durchgeführt werden und sich lohnen, finde ich das okay. Das ist, denke ich, schon auch wichtig, wie wir unsere Stadt gestalten, dass wir dort halt auch leben, weil wir leben ja als Menschen und das ist ja wichtig, dass wir uns halt einen schönen Lebensraum machen mit dem, was uns zur Verfügung steht. Dass es impressiv sein muss und dass es gut aussieht für Leute, die auch nach Nürnberg kommen und dass es eine sichere Möglichkeit ist, um über den Fluss zu gehen.